Hallo, Espen. Ein Weihnachtsfest für Mama Bär. Der kleine Bär freut sich sehr. Heute Abend ist Weihnachten. Doch leider ist Mama Bär krank. Sie hat Halsschmerzen und Schnupfen. So kann sie keinen Weihnachtsbaum und keine Geschenke besorgen. Der kleine Bär geht traurig hinaus in den Winterwald, am Bach durch seinen Freund, den Biber Max. Er erzählt von seiner kranken Mama. Die beiden Freunde haben eine gute Idee, wie sie das Weihnachtsfest retten können. Dann geht der kleine Bär zur alten Eiche, wo sein Freund das Eichhörnchen Emil wohnt. Eine ganze Weile sitzen die beiden zusammen. Sie arbeiten mit Pinsel und Farbe. Auf den Hügel trifft der kleine Bär seinen Dachsfreund, die Mathilde. Aufgeregt flüstert sie miteinander. Nadenknabbern und lange Zeit später knistert geheimnisvoll Geschenkspapier. Dann besucht der kleine Bär seinen Freund Fuchs Moritz. In der kleinen Küche verbringen sie viel Zeit. Es wird gerührt und geknetet. Bald zieht ein köstlicher Duft durch den Wald. Als es dunkel wird, ist endlich alles bereit. Der kleine Bär und seine vielen Freunde machen sich auf zur Bärenhöhle. Alle sind schwer beladen. Sie klopfen. Wie staunt da die Bärenmama, als sie die Tür öffnet? Es gibt ein Gedränge in der Bärenhöhle. Gemeinsam decken sie den Tisch und schmücken den Baum. Zusammen kochen sie ein richtiges Festessen und es gibt sogar für jeden ein Geschenk. Alle sind sich einig, das ist das allerschönste Weihnachtsfest.